Hallo zurück, ihr Liebenden und Nichtliebenden und Geliebte und Nichtgeliebte. Und was auch immer, alle halt. So, jetzt hier Schluss mit so einem Blödsinnsgelaber. Das muss ich hier nochmal weg, so. Denn Bahnhofswärter. Jeder! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Kannst du mir helfen? Kommt drauf an! Wobei denn? Mal schauen, was kann er denn so? Die Askil sind mir auf den Fersen. Die Askil sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein! Trickfallen aufgestellt! Cool. Oh, war ja. Was, das ist doch scheiße. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Schön, er ist gut drauf. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlapp. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Fett, er ist ja gut drauf, ey. Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du meinen Rat willst, Posaune ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Oh weia. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch. So wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Aha. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu? Ich sagte, es gibt... Die Lok steht zwar noch oben, aber... Oh, was? Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Das muss doch mehr wert sein. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieß ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Weil ich will jetzt erstmal... Ich hab keine Zeit dafür, redest. Okay, jetzt, bevor wir jetzt hier da irgendwie... Hey! Ich wollte mich nur... Dann tu das auch. Sieh dich um. Vor dir gibt es nur meine Hütte. Oder Sperge. Hinter dir gibt es hingegen eine große Welt voller spannender Orte, die nicht mein Privatgrundstück sind. Da kannst du nach Herzenslust herumtollen und Kapriolen schlagen. Oder was ihr Clown sonst noch so tut. Okay, was haben wir denn noch so? Wir gucken uns das mal an. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Ach du, ja mal guck. Jetzt habe ich das erste Mal hier auch. Wohin führen diese Gleise? Sie führten mal direkt nach Corona, aber die Gleise wurden stillgelegt. Okay, das wissen wir, dann können wir hier nochmal gucken. Das sieht nicht nach einer sonderlich... Okay.
Oh, meine Nase juckt. Schusch! Hm. Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Schusch! Ja, okay. Dann reden wir weiter mit ihm. Ein Schäbiger. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Und, wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Hm, warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Oh nein. Das ist ja geil. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei's drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag. Aber erst nach getaner Arbeit. Das heißt, ich habe schon zwei Goldstücke. Warte mal. Zettel. Das muss ich mir aufschreiben. Schublade. Zettel. Zettel. Das nächste Problem ist ein Stift. In der Nähe. Stift. Ach, geil. Ich bin so ein Könner. Also. Wäsche. Und was war's noch? Genau. Ich bin sein. Ja. Bahnzeug. Bahnberater. So, okay. Das heißt, und dann mache ich immer schön hinter den Sachen einen Haken. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Da kommt doch bestimmt das nächste. Ja gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Ja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du ein Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Gärtner. So, dann... Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut. Dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Den Namen haben wir geändert, vielleicht. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Das haben wir schon. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage! Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Geil. Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown?
Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Yeah. Aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Schlechte. Am besten gleich. Super. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Okay. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Okay. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Okay. Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch im Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Und jetzt zahle ich nur noch 4. Du könntest die Preise noch weiter senken. Noch weiter? Na hör mal, Maurice Medium Museum ist seine 8 Goldstücke allemal wert. Okay, denn... Du solltest den Namen ändern. Was denn? Unbedingt, Maurice Medium Museum. Was schlägst du vor? Hier. Mehr als ein Maurice-Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche kann dann auch wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Und das Gehalt wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Mini Museum. Was schlägst du vor? Oh nein. Warte, hör mal. Mir gefällt Maurice. Maurice. Na gut. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Müssen wir jetzt die anderen Sachen auch wieder machen? Du solltest... Du könntest mich ja... Dann erledige ich das für dich. Ich wäre andererseits. Na gut, du bekommst aber. Warte. Genau. Diese Vögel im Vorbild. Hab ich schon erwähnt. Ich könnte doch. Du? Warum? Ist ja spend als Gärtner, aber. Wissen wir schon. Das ist doch eine gute Sache, weil dann können wir jetzt nämlich. Mir fällt nichts ein. Ha! Also, tollen Berater hab ich da. Lässt dir lieber Sachen? Was einfallen. Oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Die Wäsche? Oh je, die habe ich ja vollkommen vergessen. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du hast also bereits 2 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Okay. Okay. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. 6. Also, aufgeschrieben. Jetzt machen wir... Jetzt nehmen wir erstmal uns die Wäsche. Zack. Und Diedel das auch. Zack. Und können wir die Wäscheleine mitnehmen? Pure Zeitverschwendung. Ah, ich bin über... Okay, dann können wir vielleicht... Auweia, wir winkeln. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Dann gucken wir mal. Damit würde ich sie best... Ich brauche ein... Okay. Wir haben Kroba dabei. Was? Also wie krass ist das denn? Wir haben gerade Kroba da hinten hingestellt. Pass mal auf. Die richtige Größe hat, aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Ach, geil, Alter.
Das ist ja fett. Das ist richtig gut gemacht. Respekt an die Macher. Das finde ich richtig geil jetzt gerade. Da. Mission erfüllt. Oh, bravo. Krass. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. So, das ist ja fett. Können wir jetzt die Vogelscheuche wieder mitnehmen? Ich lasse sie besser, wo sie erfüllt Ach bereits so. Ihren Zweck. Okay, geil. So, Leute. Jetzt, bevor es weitergeht und wir hier die nächsten Sachen anquatschen, mach hier folgendes Stöckchen. Ein Stöppli. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir haben echt was geschafft. Hier ist ganz schön fett gerade. Die Aufgaben verstehe ich. Das kann ich. Aber manchmal stelle ich mich doof an. Na gut. Leute, haut rein. Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.